Stern singen. So geht's. Was ist Sternsingen? Das kann ich euch erklären. Beim Sternsingen ziehen wir als Heilige Drei Könige durch die Gemeinde, besuchen Menschen und segnen ihre Häuser und Wohnungen. Dabei sammeln wir Spenden für Kinder auf der ganzen Welt, denen es nicht so gut geht. Das machen wir jedes Jahr rund um den 6. Januar. Das ist der Tag der Heiligen Drei Könige. Ungefähr 300.000 Sternsinger sind dann in ganz Deutschland unterwegs. Das sind richtig, richtig viele. Wer steckt hinter der Aktion Drei König singen? Das Sternsingen wird von den Pfarrgemeinden im Ort organisiert. Unterstützt werden die Gemeinden dabei vom Kindermissionswerk, die Sternsinger und vom BDKJ. Das sind das Kinderhilfswerk der katholischen Kirche und der Bund der deutschen katholischen Jugend. Die beiden Organisationen veranstalten jedes Jahr die Sternsinger-Aktion. Aber wie der Name schon sagt, die wichtigsten sind wir. Nämlich die vielen, vielen Sternsinger, die sich jedes Jahr aufs Neue auf den Weg machen. Woher kommt das Sternsingen? Das Sternsingen kommt von den Heiligen Drei Königen. Die kennt ihr bestimmt. Es waren Kaspar, Melchior und Balthasar. In der Nacht, in der Jesus geboren wurde, entdeckten die drei einen hellen Stern. Der Stern führte sie zu dem Stall, in dem Jesus geboren wurde. Als Geschenke brachten sie dem Jesuskind Gold, Weihrauch und Myrrhe mit. Zur Erinnerung an diesen ersten Besuch an der Krippe ist der Brauch des Sternsingens entstanden. Schon im Mittelalter waren Kinder als Könige unterwegs und haben den Menschen den Segen für das neue Jahr gebracht. Vor mehr als 60 Jahren wurde dieser alte Brauch neu entdeckt, um anderen Kindern auf der Welt zu helfen. Seitdem ziehen wir als Könige von Tür zu Tür, bringen den Segen und sammeln Spenden. Wie läuft das Sternsingen genau ab? Wir Sternsinger treffen uns in der Pfarrgemeinde, werden in Gruppen eingeteilt und bekommen unsere Gewänder, Kronen und was man sonst noch braucht. Und so sieht eine Gruppe Sternsinger aus. Die drei Könige, also Kaspar, Melchior und Balthasar, dann ein Sternträger und außerdem ist noch ein älterer Sternsinger oder ein Erwachsener dabei, der die Gruppe begleitet. Wir sind oft den ganzen Tag in unserer Gemeinde unterwegs. Wir gehen von Haus zu Haus, singen Sternsingerlieder und bringen den Menschen ihren Segen. Außerdem sammeln wir Geld für Kinder auf der ganzen Welt, denen es nicht so gut geht. Warum segnen die Sternsinger die Häuser und wie machen sie das? Wir segnen die Häuser und Wohnungen, damit Gottes Segen die Menschen, die darin leben, beschützt. Dafür schreiben wir mit Kreide die Jahreszahl und die Buchstaben CMB über die Haustüren. Das sieht so aus. 20 Sternchen, C plus M plus B plus 21. Vorn und hinten die Zahlen für das aktuelle Jahr. In dem Fall 2021. Der Stern steht für den Stern, dem die Weisen aus dem Morgenland gefolgt sind. Die Buchstaben CMB stehen für die lateinischen Worte Christus Mansionem Benedicat. Das bedeutet, Christus segnet dieses Haus. Die drei Kreuze stehen für den Segen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Manchmal benutzen wir keine Kreide, sondern Aufkleber. Denn viele Türrahmen und Türen sind so glatt, dass die Kreide nicht hält. Kreide und Aufkleber werden übrigens im Gottesdienst gesegnet, bevor wir damit losziehen. Was passiert mit dem gesammelten Geld? Unser Motto lautet: Kinder helfen Kindern. Wir bitten jeden Menschen, den wir besuchen, um eine Spende. Mit dem Geld helfen wir Kindern auf der ganzen Welt, denen es nicht so gut geht. Wie zum Beispiel Salma aus Indien. Sie muss von morgens bis abends arbeiten und kann nur manchmal in die Schule gehen. Oder Awet aus Kenia. Durch den Klimawandel regnet es bei ihr zu Hause so gut wie gar nicht mehr. Jeden Tag muss sie weite Strecken zu Fuß laufen, um Wasser zu finden. Das Kindermissionswerk, also das Hilfswerk der Sternsinger, verteilt die Spenden jedes Jahr auf ganz viele Projekte, die Kindern auf der ganzen Welt helfen. Zum Beispiel in Afrika, Asien, Ozeanien und Lateinamerika. Ein spezielles Thema und ein Land werden bei jeder Aktion genauer vorgestellt. Zum Beispiel das Thema Kinderarbeit oder Frieden. Wer kann bei der Sternsinger-Aktion mitmachen? Alle Kinder, die Lust darauf haben. Die katholische Kirche organisiert das Sternsingen. Darum machen bei uns viele Messdiener oder Kommunionkinder, Firmlinge oder Pfadfinder mit. Aber grundsätzlich darf jedes Kind Sternsingen gehen. Egal, ob katholisch oder nicht. Und Kinder, die schon Sternsinger sind, können natürlich auch ihre Freunde mitbringen. Warum soll ich bei den Sternsingern mitmachen?
Ganz einfach, weil es Spaß macht. Als Sternsinger können wir die Welt ein bisschen besser machen. Und das Gefühl, mit anderen Kindern zu teilen, macht einfach glücklich. Und die Schokolade, die wir bekommen, natürlich auch. Wie werde ich Sternsinger? Wenn du noch kein Sternsinger bist, gebe ich dir ein paar Tipps, wie du es werden kannst. Am besten gehst du zur nächsten katholischen Pfarrgemeinde und sagst, dass du mitmachen willst. Oder deine Eltern rufen dort an. Du kannst auch deine Freundinnen oder Freunde fragen, die schon Sternsinger sind. Sie sollen dich einfach zum nächsten Treffen mitnehmen. Wir freuen uns auf dich. Kasper, Melchior, Balthasar. Alles klar!